Ich hab Rechte, du hast Rechte, wir alle haben Rechte. Viz lebt zusammen mit Mama und Opa, der großen Schwester Sisei und Baby Bicky. Ihr bester Freund ist Suko, das Haustier. Viz liebt es, mit Suko zu spielen. Kannst du wackeln wie Suko? Wackel mit allem, was geht. Hände, Zehen, Augen oder Nase. Viz liebt Geschichten. Wir lieben Geschichten. Wir lieben Geschichten. Wir lieben Geschichten. Magst du Geschichten? Das ist eine Geschichte über mich, Suko und unseren Freund Lipa. Die Geschichte heißt, alle haben Rechte. Wir brauchen Rechte, um sicher zu leben und glücklich zu sein. Wir brauchen Rechte, um sicher zu leben und glücklich zu sein. Alle Menschen auf der ganzen Welt haben Rechte. Kinder haben besondere Rechte. Wir sind Kinder, wir sind besonders. Ich hab Rechte, du hast Rechte, wir alle haben Rechte. Ich hab Rechte, du hast Rechte, wir alle haben Rechte. In dieser Geschichte geht es um die besonderen Rechte von Kindern. Jeder soll die Kinderrechte kennen. Lasst uns mehr darüber herausfinden. Lesen wir die Geschichte. Sie handelt von mir, Suko und unserem Freund Lipa. Wir suchen bunte Bilder. Sie erklären uns die Kinderrechte. Ich hab Rechte. Du hast Rechte. Wir alle haben Rechte. Hallo, ich bin Lipa. Viz ist meine Freundin. Starten wir das Abenteuer. Such die Farben, die die Kinderrechte erklären. Ich habe die Farben auf der Fahne gefunden. Jede Farbe steht für ein Kinderrecht. Wir werden die Farben wie ein Rad drehen und schauen, wo es stehen bleibt. Dreh die Farben rundherum. Lipa, sag Stopp. Stopp. Die Farbe ist grün. Wir werden auch grün, weil wir dieses Recht haben. Oh, das kitzelt. Das grüne Bild bedeutet, Kinder haben ein Recht auf einen Namen. Ich heiße Lipa. Wie heißt du? Viz. Wie heißt du? Suko. Wie heißt du? Ich hab Rechte. Du hast Rechte. Wir alle haben Rechte. Super, lass uns mehr Farben suchen, die die Kinderrechte erklären. Ich habe Farben auf dem Baum gefunden. Dreh die Farben rundherum. Suko, sag Stopp. Stopp. Oh, wir werden rosa. Das kitzelt. Welches Recht ist das? Das Recht auf Hilfe, wenn wir krank sind. Sauberes Wasser zum Trinken und Waschen. Gesundes Essen. Einen sicheren Ort zum Leben. Was ist dein Lieblingsessen? Ich hab Rechte, du hast Rechte, wir alle haben Rechte. Super, lass uns mehr Farben suchen, die die Kinderrechte erklären. Ich habe Farben auf den Felsen gefunden. Dreh die Farben rundherum. Viz, sag Stopp. Stopp. Stopp! Pass auf, Viz! Danke, Lipa, du hast uns beschützt. Oh, wir werden
hellblau. Das kitzelt. Welches Recht ist das? Alle Kinder haben das Recht, sicher zu leben. Niemand darf uns wehtun. Erwachsene müssen uns beschützen. Was passiert, wenn uns jemand wehtut? Sag es einem Erwachsenen, dem du vertraust. Hab keine Angst davor. Ich würde es Mama, Opa oder Tante Sino sagen. Wen würdest du es sagen? Ich hab Rechte. Du hast Rechte. Wir alle haben Rechte. Super. Lass uns mehr Farben suchen, die die Kinderrechte erklären. Ich habe Farben auf der Wolke gefunden. Dreh die Farben rundherum. Lipa, sag Stopp. Stopp. Oh, wir werden dunkelblau. Das kitzelt. Welches Recht ist das? Wir haben das Recht zu sagen, was wir denken, aber niemals beleidigend oder indem wir andere traurig machen. Oh, die Farben drehen sich schon wieder. Wir werden mittelblau. Das kitzelt. Welches Recht ist das? Erwachsene müssen uns zuhören und uns ernst nehmen. Möchtest du eine gute Idee erzählen? Lass uns mehr Farben suchen, die die Kinderrechte erklären. Ich habe Farben auf dem Ball gefunden. Dreh die Farben rundherum. Zuko, sag Stopp. Stopp. Oh, wir werden lila. Das kitzelt. Welches Recht ist das? Wir haben das Recht auf Spielen, Ruhe, Musik machen und malen. Welches Spiel, Lied oder Bild magst du am liebsten? Ich hab Rechte. Du hast Rechte. Wir alle haben Rechte. Super, lass uns mehr Farben suchen, die die Kinderrechte erklären. Ich habe die Farben auf der Blume gefunden. Dreh die Farben rundherum. Wiss, sag Stopp. Stopp. Oh, wir werden violett. Das kitzelt. Welches Recht ist das? Das Recht, von Erwachsenen beschützt, versorgt und geliebt zu werden. Das können Mama, Papa oder andere Erwachsene sein. Oh, die Farben drehen sich. Wir werden nochmal blau. Das kitzelt. Welches Recht ist das? Erwachsene sollen uns dabei helfen, uns zu entwickeln und uns helfen, mehr und mehr alleine zu schaffen. Erinnern wir uns nochmal an unsere Rechte. Wir kennen jetzt schon einige Rechte. Du kannst aber noch mehr kennenlernen. Ich hab Rechte. Du hast Rechte. Unsere Rechte, weil wir Kinder sind. Niemand kann uns diese Rechte wegnehmen oder verweigern, aber
Wir werden oft Erwachsene brauchen, um unsere Rechte zu bekommen und anzuwenden. Das verstehe ich nicht. Kannst du mir das bitte erklären? Wenn wir krank sind, haben wir ein Recht darauf, gepflegt zu werden und brauchen Erwachsene, die uns zum Arzt bringen. Wir haben ein Recht auf Essen, aber wir brauchen Erwachsene, die uns Essen machen. Ich hab Rechte, du hast Rechte, wir alle haben Rechte. Alle diese Rechte sind sehr wichtig. Ich bin froh, dass ich sie habe. Ja, aber sie gelten nicht nur für dich. Alle Kinder auf der Welt haben diese Rechte. Ich habe Farben auf deinem Rollstuhl gefunden. Dreh die Farben rundherum. Lipa, sag Stopp. Stopp. Oh, wir werden orange. Das kitzelt. Welches Recht ist das? Alle Kinder haben diese Rechte, egal ob du ein Junge oder ein Mädchen bist. Oder ob du klein oder groß bist. Es ist egal, wo du wohnst und wie du aussiehst. Es ist egal, ob du reich oder arm bist. Oh, die Farben drehen sich schon wieder. Wir werden dunkelrot. Das kitzelt. Welches Recht ist das? Wir alle sind Kinder und wir alle sind besonders. Wir können uns auf Rädern oder auf Füßen fortbewegen. Wir können mit Händen oder unserem Mund sprechen. Alle Kinder haben Rechte. Unterscheidest du dich von deinen Freunden? Wo seid ihr ähnlich? Ich hab Rechte, du hast Rechte, wir alle haben Rechte. Lipa, du hast gesagt, dass alle Kinder Rechte haben, aber wir Hilfe brauchen, um sie zu bekommen und um sie anwenden zu können. Was bedeutet das? Wir sollten uns gegenseitig helfen, wann immer es um unsere Rechte geht. Du hast ein Recht auf gesundes Essen, deine große Schwester aber auch. Wo bleibt Ceceys Recht auf Essen, wenn du alles aufisst? Aha, wie kann ich noch anderen mit ihren Rechten helfen? Du hast ein Recht darauf zu sagen, was du denkst, aber andere auch. Wir müssen anderen auch zuhören. Damit es gerecht für alle ist. Genau. Es ist auch wichtig, dass Erwachsene uns versorgen, zuhören und uns ernst nehmen. Sie sollen uns alle fair behandeln und das Beste für uns Kinder tun. Deshalb muss jeder die Kinderrechte kennen. Sowohl Erwachsene als auch Kinder. Okay. Ich habe die Farben auf der Sonne gefunden. Dreh die Farben rundherum. Diesmal sagst du Stopp. Oh, wir werden braun. Das kitzelt. Welches Recht ist das? Alle müssen Kinderrechte kennen. Wem kannst du von Kinderrechten erzählen? Juhu, jetzt kenne ich schon viele Kinderrechte. Vielen Dank für deine Hilfe, Lipa. Singen wir gemeinsam und gehen wir nach Hause. Ich hab Rechte, du hast Rechte, wir alle haben Rechte. Oh, my God.